Jo, meine Freunde, was geht ab und herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video auf diesem Channel. Ich freue mich extrem, dass ihr dabei seid. Und ja, wir regieren heute mal am Mittwoch, ganz was crazy. Aber ja, wie gesagt, das ist alles ein bisschen anders, wir regieren. Und ich möchte auch probieren, die nächsten paar Tage ein neues Projekt hier zu starten, auch wenn es nicht hundertprozentig funktionieren kann. Aber ich werde das Beste daraus machen. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass ich, ja, wenn ich jeden Tag, jeden zweiten Tag ein Video zu bringen, das ist so mein Ziel. Ich hoffe, dass ich bis nächste Woche so ein bisschen eine kleine Lösung habe, weil ja, da geht es wieder weiter in Formel 1 mit der Mega-Season und so weiter, mit meinem Team, auch mit der Hotlap und so weiter. Aber das ist noch nahe Zukunft oder sagen wir mal ferne Zukunft. Und abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Like da, schaut gerne auf Insta und TikTok vorbei. Links sind wie immer alle unten in der Bio und wir starten direkt rein. Heute reagieren wir nämlich auf das Video 10 unfassbare Phänomene, die es wirklich gibt. Ich bin mir gespannt und das Video ist wie immer unten verlinkt. Los geht's. Wir zeigen euch heute 8 unglaubliche das mehr teilen, Phänomene, die es wirklich gibt. Mit dabei sind atemberaubende Wetterphänomene, echte Naturspektakel und mysteriöse Erscheinungen. Ich bin mega gespannt auf jeden Fall. Auch Menschen, das Thumbnail hat nämlich Schicksal die Welt. Das Thumbnail hat nämlich schon ein bisschen drauf, ja, so ein bisschen spekulieren lassen, was das nur alles sein kann. In Atem hielten und die selbst zu echten Phänomenen wurden. Es wird also der, vielleicht der blaue Mann dabei oder so, der ja. Aber beginnen wir mit an einem Phänomen, das nicht nur bei Menschen mit Spinnenphobie für Ekel und Panik sorgt. Im Jahr 2015 regnete es in der australischen Kleinstadt Goulburn und nämlich Spinnen. Ja, ihr habt richtig gehört. In der Stadt in New South Wales regnete es eine Woche lang schwarzen Spinnen. Die Bilder dieser Spinneninvasion ging damals um die Welt und zeigten Aufnahmen. Ganze Häuser, Felder, Straßen und alles Strommasten in der Stadt wurden von den gigantischen Spinnennetzen regelrecht eingewebt. Die Region schien von den Spinnen in Beschlag genommen zu sein und die Bevölkerung traute sich nicht mehr nach draußen. Das Phänomen ist zwar selten, allerdings nicht außergewöhnlich, denn während der Hochwasserzeit haben die Spinnen eine clevere Technik entwickelt. Sie nisten sich auf hohen Bäumen und Sträuchern ein. Um sich dann fortzubewegen, spinnen sie lange Netze in Form eines Fallschirms und lassen sich damit vom Wind treiben. Angeblich können die Spinnen auf diese Weise bis zu 10.000 Kilometer weit fliegen. Meter, dieses Phänomen, das auch als Ballooning bekannt ist, kommt übrigens nicht nur in Australien vor. Kilometer. Auch in Brasilien regnete es schon mal Millionen von schwarzen Spinnen. Bleiben wir beim Niederschlag und bei einem Wetter. Alter, stell dich das mal vor, ihr seid so draußen nichts ahnend oder so und dann kommen da Millionen oder sagen wir mal Tausende von Spinnen vom Müll. Das ist die übel ekelhafteste Vorstellung, die es nur gibt. Das immer wieder für Schlagzeilen sorgt, denn Spinnen sind nicht die einzigen Tiere, die vom Himmel fallen können. Fische, glaube ich, oder? In einigen Regionen der Welt kommt es nämlich immer wieder sogar zu Fischen. Ja, das habe ich schon gehört. Zuletzt geschah dies zum Beispiel auf Malta, in Mexiko, Lord, in Indien und in Honduras. Sogar Orte, die viele Kilometer von der Küste oder von einem See entfernt sind. Das ist so insane, Mann. Schon von wie bitte? Und nicht selten wird das Naturereignis als biblisches Zeichen gedeutet. Ja, biblisches Zeichen. Wissenschaftler haben aber auch eine naturwissenschaftliche Erklärung dafür. Schuld an dem Fischregen sollen nämlich starke Winde, wie beispielsweise Tornados oder Hurricanes sein. Die saugen das einfach mit auf. Sie können die Fische aus dem Wasser reißen und sie dann kilometerweit weg lassen. Von Vorkommnissen dieser Art ist bereits in altertümlichen Berichten die Rede. Übrigens fallen auf diese Art und Weise auch noch andere Tiere und Gegenstände vom Himmel. 1983 fiel im englischen Bournemouth Kohle vom Himmel. Okay. In Algier regnete es 1970 sogar Schnecken und in Acapulco hagelte es in den 68ern sogar Maden. Kommen wir nun zu der Aber dann allein die Vorstellung, dass eines Tages mal Maden vom Himmel fallen, ist schon ziemlich kurios, muss man sagen. Anwesen Overton House in Schottland führt. Auf den ersten Blick wirkt diese Brücke alles andere als besonders. Wäre da nicht die Geschichten, die sich vor allem 100 Meter über die Brücke aus dem 18. Jahrhundert erzählen. Die Overton-Brücke ist nämlich vor allem dafür bekannt, dass sich immer wieder Hunde ohne jegliche Vorwarnung auf ihr in die Tiefe stürzen. Mehr als 600 Hunde sollen in den vergangenen 70 Jahren von der 15 Meter
Meter hohen Brücke nicht gesprungen stimmt, sein. Rund 50 von ihnen Nein. sind dabei leider auch verstorben. Angeblich sollen die Hunde immer wieder von derselben Stelle gesprungen sein. Und fast immer schien an dem Tag die Sonne und es war windstill. Hundebesitzer berichteten sogar davon, dass die Tiere extrem Alter. Nervös wurden, sobald sie die das Brücke ist ja richtig, betraten. Richtig. Und sogar angeleinte Hunde rissen sich los und stürzten Hä, warum? In die Tiefe. Lange Zeit wusste niemand, was es mit das diesem Phänomen auf sich hat. Sogar Geisterforscher rückten. Ja. Das sind überhaupt die lächerlichsten Menschen überhaupt. Geisterforscher. Für ein Ding, das es nicht mal gibt. Noch einen Forscher sich zu nennen, die wahrscheinlich nicht mal irgendwie ein Studium oder so beendet haben, geschweige denn wahrscheinlich drei Ratgeber im Internet gelesen haben und dann sich als Geisterprofis und so weiter oder Hundegeisterjäger, das ist so extrem lächerlich, wirklich. Und kam zu dem Schluss, dass das Anwesen und die Brücke von einem Gespenst heimgesucht wird. Vor allem, als es 1994 dort auch zu einer menschlichen Tragödie kam und ein Kind sein Leben verlor. Mittlerweile das ist natürlich, wollen die wissen... Das ist tragisch, muss man sagen. Und das ist auch nicht mehr so schön. Und ich glaube, da... Wissenschaftler allerdings eine logische Erklärung gefunden haben. Angeblich sollen unterhalb der Brücke viele Nerze leben. Diese sollen einen ganz speziellen Geruch verbreiten, der die Hunde fast schon magisch anzieht. Außerdem nisten auch Mäuse und Eichhörnchen unterhalb des Bauwerks. Ob diese These wirklich stimmt, bleibt allerdings nicht wirklich bewiesen. Bis vor kurzem warnte sogar ein Schild Hundebesitzer davor, die Brücke mit ihren Vierbeinern zu betreten. Gibt's wirklich ein Schild, wo drauf steht, dass du mit dem Hund nicht drüber gehen sollst, weil der dann runterhüpfen könnte? Also, das ist sehr, sehr groß. Mysteriös geht es in unserer Liste nun weiter, denn wir kommen zu einem der bekanntesten Phänomene der Welt. Die Rede ist vom Bermuda-Dreieck, mega auch cool. Teufelsdreieck genannt, das sich nördlich der Karibik befindet. Immer wieder gibt es bekannte Berichte von Schiffen und Flugzeugen, die hier aus scheinbar unerklärlichen Gründen vom Radar verschwunden sind. Der bekannteste Vorfall ereignete sich am 5. Dezember 1945, als 5 US-Bomber von Fort Lauderdale aus zu einem Trainingsflug aufbrachen und nicht mehr zurückkehrten. Auch das später gestartete Suchflugzeug verschwand spurlos. Bislang gibt es noch keine. Aber ich glaube, die Konstellation irgendwie stimmt nicht. Ich glaube, da irgendwie die komplette Konstellation stimmt nicht und da funktioniert halt einfach kein Radargerät mehr. Und deswegen fliegen die dann irgendwie im Kreis oder so und da geht eigentlich mehr oder weniger der Benzin aus, aber vielleicht kann es auch eine andere Erklärung sein. Ich glaube, die habe ich nämlich schon mal gehört. Vermuten ja, genau. Elektromagnetische Felder seien die Ursache. Boah, cool. Andere sprechen von Methangas, das die Schiffe zum Sinken bringt. Auch von Monsterwellen und schweren Stürmen, die sich in diesem Gebiet bilden können und die vom Golfstrom begünstigt werden sollen, ist immer wieder die Rede. Sogar Magnetanomalien sowie Infraschall, der bei der Besatzung Panik und irrationale Handlungen auslösen könnte, werden nicht ausgeschlossen. Fest steht jedoch, dass nur zwei der Flugzeuge, die dem Bermuda-Dreieck zum Opfer gefallen sein sollen, auch sicher dort verunglückt sind. Auch Studien haben ergeben, dass das Bermuda-Dreieck nicht wirklich zu den gefährlichsten Seegebieten zählt. Trotz des Wetters ereignen sich nämlich dort relativ gesehen nur wenige Katastrophen. Doch, also ist es nicht so schlimm, als es sich anhört. Kommen wir nun zu einer Frau, deren Schicksal ebenfalls ein echtes Phänomen darstellt. Die Rede ist von Vesna Vulovic, einer ehemaligen Flugbegleiterin aus Kroatien. Sie gilt als Wunder der Luftfahrt, weil sie 1972 einen Flugzeugabsturz aus 10.000 Metern Höhe überlebte. Die damals 22-Jährige arbeitete als Flugbegleiterin in der Maschine, als eine Stunde nach dem Start in Kopenhagen eine Bombe im Gepäckraum explodierte. Die Maschine zerbrach in der Luft und stürzte ab. Alle 28 Passagiere kamen ums Leben. Doch Vulovic wurde im Heck der Maschine von einem Küchenwagen eingeklemmt und blieb in einer Ecke stecken. Der eigentliche Aufprall wurde durch Bäume und Schnee gedämpft. Dennoch war es ein Wunder, dass sie als den einzige überlebte. Ihr extrem niedriger Blutdruck soll dazu geführt haben, dass ihr Herz beim Aufprall nicht
zerriss. Ein Waldarbeiter hörte sie schließlich rufen und brachte sie mit ihren heftigen Verletzungen ins Krankenhaus. Das ist ja unglaublich. Also, dass sie das wirklich als einzige von allen überlebt hat, ist ja schon mal ein Phänomen. Und dass sie dann wirklich noch... Das ist so unfassbar, dass sie durch den Aufprall nicht gestorben ist, durch die Kälte nicht gestorben ist, durch den Blutverlust und so weiter. Es hätte so viele Faktoren geben können und die hat das einfach alles überlebt. Banger. Aus, wo sie zunächst 10 okay. Tage im Koma lag. Vulovic erholte sich jedoch von ihren Nein. Verletzungen und arbeitete auch später Nein. wieder für die Fluggesellschaft. Okay. Allerdings im Büro. Vulkane sehen einfach spektakulär aus. Der blaue Vulkan Ijen auf der indonesischen Insel Java ist aber auch einer der ungewöhnlichsten Vulkane der Welt. Er ist Teil eines Vulkankomplexes in Java Timur, dessen Basisdurchmesser rund 75 Kilometer beträgt. Seine unterirdischen Aktivitäten führen dazu, dass statt der üblichen rötlichen Lava leuchtend blaue Flammen ja in cool. die Luft steigen. Außerdem fließt ein blauer Lavafluss an den ca. 2800 Meter hohen Hängen des Vulkans herab und bildet vor allem in der Nacht ein einzigartiges Naturschauspiel. Der Grund für das seltene Phänomen ist in Wirklichkeit jedoch keine Lava, sondern heiße okay. Schwefelgase. Diese treten unter hohem Druck und mit Temperaturen Kilometer. Von über 600 Grad Celsius zusammen die Grade mit der sind Lava auch an die Oberfläche. An der Luft bildet sich dann die blaue Farbe, wie es mit das stinkt. Denn die Schwefelgase entzünden sich und reagieren in einer Oxidation zu Schwefeldioxid. Außerdem entsteht in diesem chemischen Prozess durch Kondensation auch flüssiger Schwefel. Dieser fließt brennend und in kräftigen Blautönen die Hänge herab und landet dann im größten Säuresee der Welt am Fuße des Vulkankomplexes. Die blaue Flamme lässt sich übrigens nur bei Nacht erkennen und lockt viele Touristen und Wissenschaftler an. Tagsüber sind vor allem Arbeiter an dem Vulkan zu finden, die unter extremen Bedingungen das Schwefelvorkommen abbauen. Ein Spaziergang am Strand ist für die meisten Menschen extrem erholsam und entspannt. Doch einem Spaziergänger bot sich im Dezember 2019 ein kurioser und auch etwas ekliger Anblick, als er an einem Strandabschnitt in Kalifornien vorbeilief. Am Drake's Beach bei San Francisco entdeckte er nämlich tausende Igelwürmer, die teilweise schon verendet waren. Die Tiere sind bis zu 30 cm lang und erinnern aufgrund ihrer Farbe und Form deutlich an das männliche Genital. Deswegen bezeichnet man sie im Englischen auch Penisfisch. Als Penisfisch. Und sie gelten in China und Korea sogar. Wo denn sonst wirklich? Ich dachte mir echt nicht, dass es irgendwie in Frankreich oder so. Nein, es ist safe. Wenn es ekelhaft und aus dem Meer kommt, ist es safe China. Sorry, no front, aber die glaube ich, essen alles, was sie finden. Als Delikatesse. Aber wie kam es überhaupt zu der... Ich will jetzt nicht sagen, dass die vielleicht nicht schlecht schmecken oder so, aber müssen die eigentlich alles essen, was aus dem Meer kommt? Invasion am Strand von San Francisco. Die Erklärung ist ganz simpel. Normalerweise leben diese Tiere in seichtem Gewässer, wo sie sich dann in den Sand so wie Catfishing graben. Oder so. Bei starken Stürmen und vor allem in den Jahren eines El Niños, türmen sich jedoch hohe Wellen auf, die Würmer aus ihren unterirdischen Bauten spülen und an Land bringen. Hier haben sie dann nur wenig Überlebenschancen und werden oft von Möwen oder Ottern gefressen. Kommen wir zum Schluss zu einem Mann, dessen gesundheitliche Kondition wirklich ein Phänomen ist. Als sich der Inder Shyam Lal Yadav nämlich 2014 den Kopf stoß, wuchs ihm ein 10 cm langes... Was? Er ist ein Einhornmensch? Ein 10 cm langes Horn? Aus dem Kopf? Ein normaler Mensch hat vielleicht eine Gehirnerschütterung oder so, aber WTF? Das Horn an der Stelle, an der er nur eine kleine Beule hatte. Anfangs versuchte der heute 76-Jährige noch gemeinsam mit seinem Friseur das sogenannte Teufelshorn in Schach zu halten. Allerdings fing es größere Auswüchse an. Nach 5 Jahren suchte er endlich einen Arzt auf und... Er hat 5 Jahre lang gewartet, um sich das ansehen zu lassen. No front oder so, aber wenn mir was aus dem Kopf wächst... Warte ich nicht mal eine Woche. Also...
weil es sich um eine gutartige Wucherung handelte, okay, konnte das Horn vollständig entfernt werden. Dieses bestand, wie zum Beispiel unsere Haare sowie Fuß- und Fingernägel auch, aus dem Protein Keratin. Warum es überhaupt erst gewachsen ist, ist bis heute unklar. Doch Shyam Lal Yadav ist nicht der einzige Mensch, dem Hörner wachsen. Australische Wissenschaftler untersuchten die Röntgenbilder von 1200 Menschen und fanden bei rund einem Drittel hornartige Wucherungen am Hinterkopf, die es dort bisher nicht gegeben hat. Schuld ist übrigens übermäßige Smartphone-Nutzung. Die Wirbelsäule ist nämlich zu hohen Belastungen ausgesetzt, wenn man zu lange Zeit auf sein Smartphone guckt. Automatisch senkt man dabei nämlich den Kopf, der durchschnittlich 4 bis 5 Kilo wiegt. Ihn in dieser Position zu halten, stellt eine 6-mal höhere Belastung dar, als wenn wir einfach aufrecht stehen. Das kleine Horn habe deshalb die Funktion eines Schutzkissens und stabilisiert den Kopf in dieser Haltung, folgerten die Wissenschaftler. Da traue ich mich gar nicht mehr den Kopf runterzugeben, den muss ich auch automatisch gerade sitzen. Es ist eine ekelhafte Vorstellung, aber es ist eigentlich nur was Gutes. Bei Smartphone-Nutzern zwischen 18 und 30 Jahren, die seit früher Jugend mobil telefonieren und surfen, waren bei unglaublichen 50% solche Knochenveränderungen festzustellen. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welches Phänomen euch besonders beeindruckt hat. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissen. War ziemlich cool, aber die Vorstellung, dass einem das Horn wächst und dass das nur ein Schutzmechanismus vom Körper aus ist, ist eine coole Vorstellung und einfach nur zeigt nur, wie fortschrittlich unser ganzes System ist. Das ist mega. Also das fand ich echt cool. Was fandet ihr am kuriosesten? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr den Channel gerne. Lasst ein Däumchen um, das schaut gerne auf Insta und TikTok, weil wir sehen uns hoffentlich später nochmal auf TikTok oder auch auf Insta. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.